Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zum Midwinter von Tailcore Studios. Wir werden auch gleich von den kleinen Gnomen hier begrüßt. Man kann ja auch sehen, der ist ziemlich klein, der steht ja neben so einer Kommode. Da steht, glaube ich, 1842 ganz hier oben. Ja, und das Spiel, was mir aufgefallen ist, ist, man erfährt quasi die schwedische Folklore. Und das fand ich schon mal ziemlich interessant. Und das andere, was mir auch sehr gefallen hat, ist das, was wir hören. Ja, das Spiel, ja, die Musik gefällt mir auf jeden Fall auch. Wenn wir, was sagt der? Thank you for being here, human. I am forever in your debt. If you want to give me a few tips, I would love to do so. Ja, mal gucken, mal gucken. Wenn man die Credits reinschaut, dann sieht man, das ist auf jeden Fall ein Indie-Spiel. Es wurde alles von einer Person gemacht, außer der Musik. Und zwar von der Anna Ananka Genelius. Und dann gibt es halt noch den Composer Douglas Holmquist. Ja, natürlich die Leute, die die Instrumente gehalten haben. Und noch ein paar Leute, die das Voice-Over gemacht haben. Das Spiel kommt erst nächste Woche raus, aber so wie ich das verstanden habe, ich habe ja nachgefragt, ist das Spiel soweit fertig? Es gibt nur ein paar kleine Bugs und vielleicht noch ein paar Polierungsaufgaben. Und dann hier kann man auch einstellen. Es gibt einmal Englisch und Schwedisch als Text bzw. als gesprochene Sprache. Dann kann man noch die Musik einstellen und mehr gibt es da eigentlich auch nicht. Und ja, schauen wir uns das hier einfach mal. Was ist das hier? Kann man die Karte sich hier angucken oder was? Nö, noch nicht. Okay, schauen wir uns das einfach mal an. Jupp, ich will hier von vorne anfangen. So starten wir. Hier in einem kleinen Zuhause von unserem kleinen Gnom, der quasi der Beschützer von Menschen ist, aber eigentlich gibt es hier keine Menschen mehr. Was ist denn mit dieser Kerze? In the past I was always outside when it was dark and only here during daytime. However, that candle has often lit my home since the last humans left. Okay, der geht also nur raus, wenn es dunkel ist. Und wir haben hier eine Briefmarke. I got it from a discarded letter that was sent to the last humans who lived here. I think it makes for a good decoration. Okay, das ist unser Bett. My bed, simple, but it is all I need. Sehr genügsam. Die Tasche, my trusty old bag. Luckily it is larger on the inside than the outside. Das habe ich mir halt hier schon mal angeguckt und hier können wir auch diese Tasche mal mitnehmen. Die ist innen drin größer, als sie es scheint. Now I have something to put useful things in. If I can use an item I carry, I will do so. Okay, wenn er ein Item benutzen kann, was er sich rumdickt, wird es automatisch benutzen, oder was? Und hier oben kann man sehen, wir haben hier irgendwie einen Spalten, da kommt Licht durch. A light. Seems like humans are living there again. It has been so long. Lange her. And so cheap. I know, dear. It will be a great place for the baby to grow up. I think so, too. Oh, do you think there's a gnome on the farm? I don't know, but I put out some porridge anyway. I hope we find a place and... Oh! The baby just kicked really hard. It seems restless. Maybe it wants to get out. It cannot be long now. Come. You should get some rest. Und da schalten die das Licht aus. Humans are truly living up there again, and with a child on the way, no less. I have a purpose again. Ich denke, er freut sich, auch wenn er es nicht unbedingt zeigt, aber die hoffen, dass der Teller nachher leer ist mit dem Brei. Also, dann können wir jetzt rausgehen. Es ist dunkel draußen. Time to get to work. Es ist seine Arbeit. Ich glaube, ja, er meinte, jetzt hat er ja endlich wieder eine Aufgabe. Und hier haben wir auch schon diesen Brei, diese Breischale hier. Seems like the new ones left me porridge. Okay. Da freut er sich vielleicht. Also wenn ich jetzt nochmal klicke, dann Fast Fork ist dann, stellt er sich direkt dahin. Okay, the bowl is empty now, but my stomach is not. How did all that even fit inside me? Okay, der hat da richtig reingeschlagen. Ah, er hat alles gegessen. I ate it all. Was man, wie man hier sehen kann, man muss selber... Was ist denn mit diesem Gebüsch?
It is the middle of winter. Okay, midwinter. The days are short, bush is bare. Ne, es gibt halt keine... Nicht, dass I do not need any twigs as far as I know. Okay, er braucht keine von diesen Buschzweigen. Was gibt's denn sonst noch hier? Weil es ist ja immer noch ein Puzzle-Game. Go inside? The lock has been broken for very long. It is behind my me to repair it. Ja, was ist denn das? Mit dem können wir da nicht reingehen, wenn das Schloss kaputt ist. Noch können wir. Wir könnten hier nach draußen. Hier geht's zur Küche. Nach links geht's zum Schlafzimmer, wo die sind. Hier ist eine Karte und ein Brief. The last humans had that sent to them, the man could stare at it for hours. Da haben sie wohl die ganze Zeit drauf geguckt, wo dass sie wegziehen wollen, oder was? I have wanted to burn that map with the last man staring at it so, but I shall not. Also. Okay. Map and letter. Hier haben wir noch die Schuhe. Also, das können wir sehen. Zwei Paar Schuhe. Seems like there's only two of them. The last humans were six. Ja, die werden ja. They are not mine to use, but when they are worn out, I could make a bed out of one. Ja, okay. Gut, das kenne ich hier alles nicht. Was gibt's hier? Hier gibt's einen Schlüssel oder was? The key to the root cellar appears to be missing. If I find it, I should probably bring it back. I have the key. Also, der will jetzt dafür sorgen, dass ein Schlüssel wieder dahin kommt. A small creature on the winter farm. I like that painting. Okay, sieht er wohl sich selbst? That is new. I wonder if they intend to keep it there. Keine Ahnung. I shall not disturb belongings that are not mine. Oh man, das sind wir ja richtig freundlich, ja? So ein richtig freundlicher Gnom. Sollen wir mal in die Küche gehen jetzt? The humans make the food in there. Okay, komm. Wahrscheinlich gibt es hier irgendwo einen Schlüssel. Irgendwo gibt es hier vielleicht einen Schlüssel. Was ist denn mit der Bank? That bench is almost as old as this house. A couple of the house's treasures. I'm glad the old humans left them there where they belong. Das sind doch eigentlich nur ein paar Porzellanteller, oder? Those are delicate. No reason for me to risk them getting damaged. Ich glaube. Was ist denn? The ground is frozen. The humans better have brought food to last through the winter. Tangled yarn. It is terribly tangled. I should help them. Dann will er das ausräumen, das entwirren. This is too tangled. I need scissors for this now. Now where are they? Looks like the humans are making clothes for their unborn. Okay. While I enjoy knitwork, I think my wisdom would be better to use elsewhere. Nee, wir machen da nix. Wir müssen nur irgendwie... Was ist eine Holzpuppe? The origin of the doll is unknown to me. Almost looks like one of my kind. Naja, so ein bisschen, ne? I do not need it. I'm not a stealer. Nee, wir klauen hier nix. It is a mortar made of brass. The old humans used it mostly as decoration, I believe. Das ist wohl, da kann man Kräuter zerstampfen. Wo sollen wir denn hier bitte irgendwie eine Schere finden? Oder den Schlüssel? Ah, hier ist was mit der Pfanne. Das ist auch neu. Must belong to the new humans. Seems to be in good shape. Okay. Ja, ich persönlich, klar, man muss dann überall ein bisschen rumgucken, ob man irgendwas sieht, was man dann tun kann. Ich persönlich finde es besser, wenn man dann noch eine Taste hat, um irgendwie, die man drücken kann, um dann alles auf einen Blick zu sehen. Wow, gut, er ist halt klein, ja, und der nimmt das, der nimmt es halt alles gemütlich. Hier gab es eigentlich sonst nichts mehr. Aber wenn man noch einen Klick macht, dann läuft er ganz schnell. Ich denke mal, das ist da, wo die Menschen schlafen, ja. I believe the humans are in there. I should not enter. Ey, sag mal, haben wir nicht irgendwas mit dem Schlüssel jetzt gehabt, ey? Gibt's denn nicht noch mehr, das man sich angucken kann? Das kann ja nicht nur die Küche sein. Mensch, vielleicht haben sie es bei ihrem Kram drin, ne? Wir wollen zwar nichts klauen, aber irgendwas, komm, dann gehen wir mal da rein.
versuchen wir da reinzugreifen. Nö, will er nicht. Gut, dann hauen wir es einfach ab, wenn er nichts machen will. Evening, Nissa. We smells new humans here. Truth? Yes, it's true. Jetzt redet der Nissa, heißt er. And we smells one unborn. Yeah? No. There is no unborn child. Then this lies. It lies to us. We will have it, Nissa. Trade it for one of our own. Was, die wollen einen Troll hergeben, oder was? Und das Menschenkind haben. Das Menschenbaby. Now we leaves. We sees again. Ich glaube, hier kommt dann auf jeden Fall unsere... What a terrible notion, a troll child among the humans will hurt farm and forest alike. The troll must be stopped. I am too weak to fight her now, but if I continue with my duties around the farm, I should be able to draw strength from it. Otherwise, I could ask the Skotskra, the guardian of the forest, for help. Hopefully, she would agree before the human child is born. Da liegt jetzt auch eine Karte. Es ist eine Karte. It must have been lying under the snow and the troll's foot revealed it. It could be very useful for planning where I want to go. I should pick it up. Also sind hier, haben wir unser Zuhause, Lou und die Scheune. Das ist ein Root Cellar, ich weiß gar nicht, was das ist. So ein Keller. Offenes Feld. Ein Brunnen. Eine Kuhfarm. Und dann halt noch, ja, das Feld. Koban. Kann ich jetzt da hingehen? Nee, wir wollen jetzt nach Hause, wollen wir doch gar nicht. Vielleicht will er jetzt was vom Busch haben, ey. Okay. Kann ich mir jetzt einfach aussuchen, wo es hingehen soll? Skotskra, der hat doch gesagt, das Skotskra in the forest. Dann sollten wir mal da als erstes hingehen. Oh, da ist er ja schon. Well, well. The guardian of the farm out here in my forest. I trust you have a good reason for bringing the stench of human ignorance into my home. Pardon the intrusion, madam. But there is in fact something I would like to ask you to help with. If it has anything to do with helping humans, spare yourself the trouble. I have no love for creatures who take delight in burning my trees, replacing flowers with food for their beasts. Understandable. But there are new humans living on the farm now, and you should at least give them a chance. Give them a chance? I will give them the same chance they gave the oak tree on the hill last spring. For as many summers as there are 1,060 men had it been standing there, and they cut it down in a single day. How dare you defend such an act? That is indeed a regrettable story. I agree. I feel ashamed to have come here. But please, consider one final thing. Speak it. You see, the reason for me being in need of your help is that the forest troll wishes to replace the human's baby with its own. As soon as it is born. From what I hear, trolls enslave human children, making them live out in the forest with them. As for the troll child, some humans treat very badly once they discover that it is a changeling. No good comes out of this, for neither forest nor farm. Is that so?
troll with a human servant could indeed prove dangerous. Trolls are powerful, but stupid. If they had the mind of a human to aid them... Very well. I shall consider your offer. But if I am to aid you, I want you to first prove that you possess the wits and wisdom to defeat the troll. Therefore, return to me before the child is born, and bring with you the following. A fist that's filled with sand of gold, and magic sung with words of old. Now leave before I change my mind. Was ist denn das für ein Rätsel, ey? Eine Faust? Was war das? Gold? Oh. Wo soll ich denn jetzt hingehen? Das ist da, wo wir gerade sind. George hat mir das jetzt nochmal aufgeschrieben. Fist filled with sand of gold. Mit Goldsand. Eine Faust voller Goldsand. Magic sung with words of old. Magie gesungen mit den alten Wörtern. Ja, keine Ahnung. Sollten wir mal den... Gehen wir mal zum Brunnen, oder? Hm. Well, 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 what have we here? This is kaputt. Oh dear, what I am saying. I must have spent too much time alone. The rope appears to be broken. It needs to be mended, if the humans are to have any drinking water. Das reparieren wir alles, oder was? I would need a long rope to mend this. Also für das hier brauchen wir eine... Wir brauchen selber noch ein Seil. Dann könnten wir das reparieren. Okay, wie wär's, wenn wir mal dann zu dem hier gehen hier? Oh! Hier haben wir doch direkt so ein Seil. A long sturdy rope, useful for many things. Können wir das einfach wegnehmen? Lol, haben wir doch schon das erste, ey. Cool. What a beautiful animal. I have never met her before. The humans must have brought her. It does not feel right to disturb her without a reason. Jo, alles klar. Ich verstehe schon. Go back outside. Okay, dann können wir ja eigentlich direkt dahin gehen und das tut er jetzt automatisch reparieren, oder? Now I just need a bucket and the well can be used again. Okay. Wo können wir noch hingehen? Seedbahn. Du hast nur eine Brücke. Ah, gehen wir doch mal hier oben hin, oder? Forest, da haben wir die Scottsgrab besucht. Ich denke mal, das ist ein Ort hier. Necken. Das sagt mir gar nichts. It is Necken. They say that he lures humans close with his music and then drowns them. Das ist ja freundlich. A wanderer approaches my watery home. Neither beast nor a human, a humble gnome. Ja? I will not drown you. Be not afraid. In fact, I sense that you need my aid. Before I give you what you need, I want an offering, so take heed. This bow I use is worn and old. Not much longer will it hold. Für seine Geige. If strands of hair you would provide, in helping you I would take pride. There it is, you heard your task. Now go and search for what I ask. Ah, er ist ja zu freundlich. Ich habe keine Ahnung, ob uns, der helfen würde. If I had a pair of scissors, I could cut off a few strands of her tail. Horsehair is useful for many things. Aber jetzt brauchen wir ja für mehrere Sachen eine Schere. Also hier, da waren wir schon. Root Cellar. Gehen wir doch einfach mal hier zu... Was sind denn das hier für Besucher? Oh, hier ist ein Bucket. That looks like a perfectly good bucket. Zack, die Bohne, Mann. That must be the wagon the humans arrived here in. Looks fairly new. Packen wir den auch ein? If I could get attached to a horse, I do not want to leave the farm. This is my home and my responsibility. Der nimmt seine Aufgabe auf jeden Fall ernst. The fine old pitchwork.
When there were still cows on the farm, it was thanks to this one they got food. I don't believe I have any use for a pitchfork. Wetter und die... Was machen die denn hier mit dem Weizen? That looks like a bag filled with wheat. Stimmst du den einfach weg? The wetter are standing right there. I cannot take wheat without them noticing. Das ist bestimmt für das Pferd, oder? Those are wetter. They live here on the farm as well. In a burrow under this barn, in fact. Okay, also unter der Scheune... Kann ich mit denen reden? Good evening, Wetter. Mind if I have some of that wheat? We do mind. You cannot have any of it. Really? Is there anything I can do to make you change your mind? Well, if you would bring us some toasted mushrooms, we might consider it. Oh, and some potatoes. Zwei Sachen. I will be back with mushrooms and potatoes then. That is true. We have been friends for many winters. I am happy that he seems to have done well alone. As much as I would like to hold him, it looks like he is sleeping. I should leave him alone for now. Also zurzeit schläft er. Wir haben jetzt hier noch eine Leiter, die zum oberen Teil von der Scheune führt. It is normally used to store even more hay. Okay, Heu. I see nothing of importance up there. Might as well stay down here. Ja gut. Was? Weißt du ja nicht? Weißt du ja nicht, was wir alles brauchen? Komm, mach einfach jetzt mal... Rope with a bucket, das ist doch schon mal das Erste. That should do it, the well should be usable again. Kann man den benutzen? The human should be able to use that now, no further mending required. Okay, wie wär's denn mal, wenn wir... Ach, das Feld ist auch nochmal... Shovel? Oh, the trusty old shovel. What is it doing here? It should be in the shed where it belongs. Some say trolls like to live under bridges, but the one I know does not. I should stay here on the farm. This is where I belong. Okay, in die Richtung will er gar nicht gehen. Oh, hier gibt's irgendwie the snow glows white on the forest tonight. I have no interest in that particular tree. Aber zu genau diesem Baum wollte er doch was sagen, ey. What a beautiful night and beautiful moon. No matter how beautiful it is, reaching that moon is too hard a task for me. Ah ja. Nach dem Stern und nach dem Mond greifen funktioniert ja nicht wirklich. Jetzt haben wir ein, wo sollte denn das Shovel hin? Okay, jetzt haben wir hier die Schaufel, wo... Pitchfork. Hier macht er nichts. Hat er gesagt, er wollte eigentlich, Still Nighttime. Vielleicht hier irgendwo hinlegen? Nö. Pile of Hay, was ist denn da? Is there something underneath that pile of hay? Das haben wir gar nicht gesehen am Anfang. Oh, der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. I would guess that it can be used to unlock a lock. Ja, das haben wir ja auf jeden Fall. Das habe ich aber am Anfang gar nicht gesehen, ey. Nee, mit dem Reden will er nicht. Ich weiß nicht, was ich mit dem Schobel machen soll, aber... Ist das nicht der Schlüssel... Vielleicht sollten wir einfach mal zur Scheune gehen. Hier gibt es kein Feld, was wir uns angucken können. Nee, wir haben hier nur das da und das Feld. Da haben wir eigentlich nur die Schaufel gefunden. It is morning, I should go home. I should sleep now. Okay, wir müssen schlafen gehen. Wir arbeiten hier anscheinend nur nachts. Wir sind ein Nachtwächter. Und jetzt ist es wieder dunkel, ja. Ich habe ja eigentlich noch viel zu tun. Das ist eigentlich bisher auch ganz lustig. Okay, Leute, ich mache jetzt mal eine Pause. Ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch dabei. Ja, bis dann. Ciao.